Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous few lessons, we were dealing with the topic Relativsätze and Relative Pronomen. In this video, you will be learning a few indefinite pronouns that you require in A2. We will be doing a few sentences for each one of them, and in the end, there is a small exercise. If you want to practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, let's begin. Fangen wir an. Lektion 23. Indefinite Pronomen. Indefinite pronouns are pronouns that do not refer to any person, amount, or thing in particular. For example, etwas, viele, nichts, jemand, etc. Bevor wir alle Pronomen lernen, hier sind ein paar Beispiele. Es ist warm, alle wollen Eis essen. Hier ist das nächste Beispiel. Ich kann heute nichts machen. Bei schönem Wetter kann man viel machen. Die Wörter in Blau sind die Indefinitpronomen. Ich habe hier niemanden gesehen. Indefinitpronomen gibt es für Sachen, für Personen und für beides. Hier sind erstmal die Pronomen für Sachen. Alles, viel, etwas, wenig, nichts oder welch. Wir schauen uns Beispiele für alle an. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Das Auto hat viel gekostet. Hier ist der nächste Satz. Zurzeit esse ich nur wenig. In vielen Orten in Deutschland sagt man auch wenig. Und das nächste Beispiel? Hast du nichts von ihm gehört? Hast du etwas von ihm gehört? Statt etwas kann man manchmal auch irgendetwas benutzen. Bring mir irgendetwas von der Reise mit. Wenn man das Präfix irgend benutzt, das verstärkt die Bedeutung von etwas. The prefix irgend just emphasizes more on the meaning of the word etwas. But irgend cannot be used with all indefinite pronouns. And here's the next one. Ich habe mein Geld vergessen. Kannst du mir welches leihen? You could also use the pronoun etwas in this case. Welches refers to das Geld. That's why it takes the ending es. The indefinite pronoun welch needs to be declined just like the adjectives. For this, you can refer to the table. The endings depend on the gender, whether it's masculine, feminine, neutrum, or plural, as well as the case, nominative, accusative, and dative. Welch is also used as a Fragepronomen. This we did in A1. The link to the lesson can be found below in the description. Jetzt kommen wir zu den Indefinitpronomen für Personen. Wir werden nur drei lernen. Man, jemand und niemand. These pronouns also change according to the case. Man changes to einen in Akkusativ and einem in Dativ. Jemand changes to jemanden in Akkusativ and jemandem im Dativ. Similarly, niemand changes to niemanden in Akkusativ and niemandem im Dativ. Aber in der gesprochenen Sprache benutzt man jemand oder niemand, auch wenn es Akkusativ oder Dativ ist. Diese drei Pronomen haben wir im Detail in drei verschiedenen Videos gemacht. Die Links findest du unten in der Beschreibung. Man, einen oder einem. Wenn man
im Nominativ steht, was kann man nur machen? Im Akkusativ, das Leben wird anders, wenn du einen liebst. Und im Dativ, wenn es einem nicht gefällt, sollte man es lieber nicht machen. Die Bedeutung von diesen Pronomen ist gleich. Sie ändern nur wegen dem Kasus. Hier sind die nächsten drei. Jemand, jemanden oder jemandem. Und hier sind die Beispiele. Im Nominativ: Jemand hat die Tür offen gelassen. Im Akkusativ: Hast du hier jemanden gesehen? Im Dativ: Ich spreche mit jemandem, weiß aber nicht, wer er ist. Bei jemand kann man auch das Präfix irgend benutzen. Irgendjemand hat gesagt, dass du krank bist. Jetzt kommen wir zu den nächsten drei. Niemand, niemanden und niemandem. Und hier sind die Beispielsätze. Im Nominativ: Niemand ist schneller als ich. Im Akkusativ: Ich warte auf niemanden. Im Dativ: Wir haben es niemandem erzählt. Jetzt machen wir Pronomen, die man beide für Sachen und Personen benutzen kann. Zum Beispiel alle, viele, manche, einige, jeder oder keine. Hier ist der erste Satz. Alle haben mir bei dem Projekt geholfen. Hier haben wir alle für Personen benutzt. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Beispiel. Hier sind viele Äpfel. Alle schmecken gut. Hier benutzt man alle für Sachen. Das nächste Pronomen ist viele. Viele sind der Meinung, dass Fast Food ungesund ist. Und hier ist ein Beispiel für Nichtpersonen. Hunde sind gehorsam, viele sind aber auch gefährlich. Jetzt kommen wir zum nächsten Pronomen. Manche denken nur an sich. Das nächste Beispiel ist mit einige. Hier sind viele Bücher, einige will ich mitnehmen. Viele Indefinite-Pronomen kann man auch als Artikel nutzen. A lot of indefinite pronouns can also be used as articles. For example, you can also say viele Leute oder alle Personen oder einige Bücher etc. Das Pronomen jeder wird auch dekliniert, genauso wie welch. Jeder von uns wollte helfen. Auch kein wird dekliniert. Zum Beispiel, hier sind viele Regeln. Ich verstehe keine. Regeln sind Plural, deshalb benutzt man keine. Du kannst gern Adjektivdeklination wiederholen. Link zu dem Playlist findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt machen wir eine kleine Übung. Bitte ergänze mit der richtigen Antwort. Du hast drei Optionen. Hier ist der erste Satz. Und die Antwort ist: Beim Deutschlernen muss man viel wiederholen. Und hier ist der zweite Satz. Und die Antwort ist: Ich habe keine Zeit, aber ich muss noch viel lernen. Jetzt kommen wir zum letzten Satz. Und die Antwort ist: Kennst du vielleicht jemanden, der mir helfen kann? In diesem Fall benutzen wir Akkusativ. Sehr schön! If you want to practice some more, don't forget to download the free worksheet from our page on patreon.com.
Great! Hope you enjoyed this lesson. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. If you click on the bell, you will receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!